Wir befinden uns hier auf dem Barter Metal Open Air an der Ostsee. Jo, und wir gucken jetzt vor allen Dingen mal an, was uns hier erwartet. Sprich Location von der Stage, sprich Location von dem Campingground. Weil wie ihr vielleicht jetzt schon sehen könnt, sind direkt neben uns links und rechts schon Zelte aufgeschlagen. Wir befinden uns hier in einer Art Park oder Wald. Ja, ich würde sagen, wir sammeln mal ein paar Eindrücke. Das ist Kunst. Titten verkaufen sich gut bei Metallern. Deswegen Titten. Verkaufst du die hier, oder? Ja, deswegen Kunstschild. Ich bin freischaffende Künstlerin, jetzt ernsthaft. Hey, was treibt dich her? Die Musik, weil ich gerne Metal höre, vor allem Black Metal und Pagan Metal, bin ich hier. Aber ich dachte, ich verkaufe meine Kunst nicht über die Stadt, also Buxtehude, das stelle ich aus, sondern auf dem Festival. Und ich nehme auch nur 10 oder 5 Euro fürs Bild. Einerseits ist es einfach irgendwie schon so lokal etabliert, dass man es einfach mitnehmen sollte, weil so viele Leute hier vorbeikommen, die man irgendwie nur hier trifft, und das ist einfach eine super Atmosphäre und ist total einzigartig eigentlich. Wir kommen aus NRW. In NRW gibt es ja teilweise 2, 3 Festivals zeitgleich, die du besuchen kannst. Es gibt immer Konzerte, auf die du gehen kannst. Wie ist es hier oben so in der im Konzertsektor? Nö, hier ist das so nicht. Ne? Da ist man froh, wenn wirklich mal was spielt, und wenn wirklich was spielt, was einen wirklich interessiert, dann ist es eine richtige Sensation eigentlich. Ne? Zeltest du hier auch oder fährst du jedes Mal heim? Ne, ich zelte hier. Okay, warum zeltest du hier und fährst nicht heim, wenn du es nicht weiter hast? Ja, ich würde mal sagen, so diese Bands, die man sieht, das ist nur die eine Seite der Medaille. Und die andere ist einfach diese Atmosphäre. Ey, hi, grüß dich. Mach gerade ein Interview hier. Ich würde sagen, das Barter hat schon seinen eigenen Charakter. So, wenn man hier ankommt und man kennt die Leute und die Atmosphäre ist ziemlich speziell. Man weiß ganz genau, unter Umständen, da zeltet der und der, weil das schon seit Jahren so ist. Und das ist schwer zu sagen, es ist sehr familiär alles. Und das würde man alles verpassen, wenn man einfach wieder abhauen würde. Beim Barter ist mir das Line-Up komplett egal. Das ist ein so großartiges Festival. Ich fahre soweit ich kann immer hierher. Egal, was da spielt. Und wenn ich auch nur eine Band eigentlich sehen will, ich fahre hierher, weil das ist das beste Festival in ganz Deutschland. Ich denke, dieses Amphitheater-ähnliche Gebilde, also deine Bühne, ist unsere Mucke gerade relativ zuträglich. Gerade mit den Wäldern gestern Abend, das hat ein ziemlich geiles Bild abgegeben. Ist mal was anderes. Also so eine Kulisse hat man jetzt eigentlich noch nicht bislang. Also ich kann eigentlich nur positiv drüber reden. Ja, also wir von Wagsheim können natürlich, nachdem wir nachmittags gespielt haben, können wir eben sagen, auch von den Lichtverhältnissen nachmittags ein bisschen extrem in der Sonne, aber sonst. Ja, für die ersten Bands ist es wahrscheinlich ein bisschen unpraktisch, dass sich viele Leute dann hinsetzen und kaum jemand vor die Bühne bequemt. Später ist es natürlich dann anders. Bei den größeren Bands ist es ziemlich egal. Da sind dann wahrscheinlich noch mehr Leute, weil sich eher Leute noch hinsetzen, bevor sie dann eben gar nicht hingehen. Ja, aber an sich ist von der Stimmung auf jeden Fall mehr positiv als negativ. Das kann man so festhalten. Und übertrifft jedes Bierzelt auf irgendeinem großen Kommerzfestival oder sonst was. Das stimmt. I'm alive.
Dann wie viel das Sparta Metal Festival ist das denn hier? Das ist mein zweites. Wann warst du das letzte Mal da? Letztes Jahr erstmal. Und hat sich viel verändert, irgendwie schon die Preise teurer geworden. Also man kennt das ja, wenn Festivals bekannter werden oder so, dass die Preise auch steigen. Ja, der Pfeffi ist teurer. Und Eintrittskarte? Ja, das ist eigentlich top vom Preis, finde ich, für die Bands. Also. Die Bands sind okay, so vom Preis, ich sag mal vom Preis-Leistungs-Verhältnis, was hier so angeboten wird für die Karte und was man zu sehen bekommt. Ja, finde ich schon, also ist vollkommen gerechtfertigt. Metal hat viele Facetten. Also ich bin Magier und das verkörper ich auch. Ich lebe auch so. Ich habe ein eigenes Grundstück, das genauso ist wie hier. Ein Waldgrundstück, ne? Genauso groß, kannst du sagen, wie das ganze Gelände. Und lebe mich aus, indem ich Kunst betreibe, ich gieße Figuren, ich arbeite mit Eisen, ich mache Schnitze, ich mache sonst was. Ne? Ja. Wir sind jetzt hier in der Ostsee. Ne? Ja. Man sagt ja, sag ich mal, im Osten eine gewisse politische Einstellung nach, gerade auch der Black- und der Pagan-Szene. Ja. Die Erfahrung, dass das Festival, sag ich jetzt mal, hier sehr rechtslastig war? Nein, überhaupt nicht. Ja, okay. Ich sehe eine Vielfalt von Menschen, jung, süßer, jung und alt, wir sind ja nicht mal taufrisch, ne? Aber, nee, ohne Fax. Ja, so. Schminke ist schwer zu erkennen. Nein, ich bin rein, wie gesagt, ich bin 53. Ja, 45. Du siehst auch meine Friedhof-Locken. Und es ist einfach so, wir sind eine große Familie. Wir lieben Metal. Wir leben Metal. Ja? Und deswegen sind wir hier. Dürfen wir dir mal Fragen stellen? Ja, dürft ihr gleich. Ja, wunderbar. Mir ging es nur dran, ihr habt Licht gerade. Ja. Licht gegen Fragen. Ja. Du kannst auch ruhig dabei weiterbasteln. Ist überhaupt kein Problem. Nee, ich krieg das noch nicht hin. Ich komme mit diesem Teil nicht klar. Wie viele Leute mögen auf dem Wasser jetzt sein? Habt ihr irgendeine Zahl im Kopf? 2000 nur. Hey. Das sind nicht 100. Hier laufen Leute mit einem Absurd-T-Shirt rum. Da hält man. Das generell die politische Situation hier. Ich wollte gerade sagen, ich komme aus einer Region von Deutschland, wo unser Hauptexportschlager Nazis sind. Okay. Ich muss sagen, ich selber bin immun dagegen. Ja. Aber es gibt einige, die hier wirklich es drauf anlegen, wirklich aus dem Holz zu bekommen. Hier auf dem Festival. Ja. Hohe Prozentzahl oder hält sich in Grenzen? Es hält sich in Grenzen. Es sind einzelne Leute, die ihre Gruppe mit dabei haben und Stress haben wollen. Aber ich wollte aber gerade sagen, ich so als kleines blondes Mädel kann man immer sagen, ich stelle mich mit den Leuten gut und sie lassen mich in Ruhe. Okay. Aber wer es hier wirklich drauf anlegt, schafft es auch, sich Ärger zu holen. Von uns, vom Bata Metal Open Air. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir fanden es cool. Und da es hier ziemlich heiß ist, sage ich jetzt, ich bin der Andi und ich bin raus. Ciao.